So, spontan, muss ganz schnell gehen, weil, schaut mal auf die Uhr. Uhr 21:23, jawohl. Uhrzeit ist ja eigentlich scheißegal, wann ihr was esst, aber ich habe jetzt wirklich keinen Bock, nochmal hier jetzt zu kochen. Ich bin auch gerade eben vom Training gekommen, jetzt improvisiere ich, ja. Da ich abends mache ich mir immer ein Smoothie aus frischem Spinat, eine Banane und eine Birne. Ich hatte eigentlich noch geplant gehabt, heute Kartoffeln und mit so einem selbstgemachten Quark zu essen, da er morgen abläuft. Und ich bin ja halt so, dass ich mir alles immer zurechtlege im Kühlschrank, wenn was abläuft, immer in die vorderen Reihen, damit auch nichts vergessen wird. Und jetzt habe ich gedacht, ey, scheiß drauf, ich probiere einfach mal was, ich mixe jetzt einfach alles zusammen. Entweder, ich meine, vielleicht schmeckt es auch, und wenn nicht, scheißegal, dann habe ich mal Makros drin, scheiß drauf. Das ist klar, ich werde noch, damit ich heute auf alles komme, wie ich es gerne haben will, mache ich noch Haferflocken dran. Nochmal eine Banane klein geschnippelt und diesen Magerquark rein. Ja, wir sehen uns gleich. Also, hier die Birne. Rein. Dann mache ich 150 Gramm von diesem Spinat rein zwischen. Zack. Jo. Ein Glas Wasser. Ich werde es erstmal so anmixen. Und wenn das dann schon flüssig ist, und dann gebe ich hier erst diese zwei Sachen dazu. So stelle ich mir das mal vor. Weil wenn ich das jetzt reingebe, gibt es glaube ich eher nur eine Sauerei. Die den Spinatshake kennen, die wissen, dass es eigentlich richtig scheiße schmeckt. Ich mache in meinen alltäglichen Spinatshake immer Flavorings Knife, Cookies and Cream, und das brauche ich jetzt nicht, da ich ja dieses Whey nehme. Hoffe ich mal. So, jetzt geht's weiter. So. Das ist ziemlich flüssig. Jetzt 50 Gramm. Zack. Jetzt noch Bananenscheiben rein. So, Banane habe ich jetzt rein. Natürlich wieder Zimt. Also ich denke, es wird eher sein, also ja,
es wird seinen Zweck erfüllen. Natürlich viel besser, als wenn ihr so einen normalen grünen Smoothie trinkt. Fehlt noch die Süße durch das ganze Bittere. Egal, ich wollte euch nur zeigen. Wenn es mal schnell gehen muss, zack, zack, alles rein. Hauptsache die Makros passen. Normalerweise esse ich ja wirklich nur Sachen, die nur hammergeil schmecken. Außer halt dieser grüne Shake, den ich jeden Tag trinke. Aber hey, von nichts kommt nichts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist schon sehr spät. Ich muss auch bald ins Bett. Wir sehen uns. Hier der spontane Mix. Reste verwertet. Ich Hauptsache, um auf meine Kalorien zu kommen. 771, ich meine auf meine Makros, 6,1 Fett, 112 Kohlenhydrate und sogar knapp 70 Gramm Protein. Ja Leute, manchmal, wenn es nicht alles hinhaut und dann muss man halt, ein bisschen improvisieren. Ja, ich wollte euch eigentlich mit dem Video nur zeigen, dass, naja, wenn halt was fehlt und ihr halt das nicht genau hinbekommt, dann improvisiert einfach. Ja, so, also... Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch.